Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Top 10 Video. Es ist sehr spät und ich muss morgen ganz, ganz früh raus, deswegen presse ich euch jetzt geschwind meine Top 10 der SSG 08, also der Scouts, hin. Ja, ich habe einen Downrank, ich weiß. Letztens im Livestream, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen oder einige von euch haben es mitbekommen. Auf dem 10. Platz habe ich die SSG 08 Tropical Storm. Wir fangen wie immer chillig an. Sie kann bis zu 20 Euro kosten und ist, naja, eben halt auf dem Platz 10. Was soll ich sagen? Platz Nummer 9, die SSG 08 Acid Fate. Die sieht schon wirklich deutlich schicker aus. Ich glaube, es gab auch gar nicht so viele SSGs. Mir waren fast keine bekannt und dann habe ich die Liste so angeschaut und habe festgestellt, dass es insgesamt gar nicht so viele gibt und vor allem gar nicht so viele gute. Die Acid Fate kostet 30 Cent und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Also ich finde als 9. Platz, zumindest für alle, denen eben diese Fate-Waffen gefallen, ja. Meine Bewunderung hält sich in Grenzen, aber schlecht ist sie nicht. 30 Cent. Weiter geht's. Platz Nummer 8, die Death's Head. Da war ich mir wirklich uneinig, was das überhaupt sein soll. Ich meine, des Totenkopfs oder ein Totenkopf oder der Kopf des Todes oder von Tod selbst. Ich kann da irgendwie keinen Kopf erkennen. Es ist, ja, kein Kopf, ne? Es könnte hier Leder sein oder so. Da, guck mal hier hinten, diese Camo-Geschichte. Vielleicht hier. Hier könnte so eine Maske drauf sein, aber sonst kann ich da nicht viel sehen. 1,50 Euro kostet dieser Skin. Er ist immerhin detailreich, deswegen habe ich ihn eben auf den 8. Platz gepackt. Das war einer der Skins, die ich ganz frisch entdeckt habe für mich dann so. Ja, wenn man wüsste, was es sein soll, schön gemacht, aber ja, das war's auch wieder. Die Necropost befindet sich auf dem 7. Platz. Die habe ich selbst lange Zeit gespielt, natürlich mit Statrack, hat jetzt hier eben nicht dieses Vorführmodell. Was die Zeichen zu bedeuten haben, weiß ich nicht, aber die finde ich schon wirklich ziemlich cool. Also gerade, weil es eben grün ist, dieses Grüne so stark hervorsticht und wegen diesem Gesicht hier, oder ich nehme an, das soll so ein Gesicht sein, Auge, Auge, Nase und hier in der Mitte eine Niete oder so. Und hier vorne, wartet kurz, da sieht man schon die Zähne. Und jetzt passt mal auf, was hier steht. Hunt them down. Das ist so ein typischer Jägerskin. No? Das hat jeder Jäger auf der Welt. 70 Cent kostet das gute Stück. Und wir gehen nun einen Platz weiter, Richtung Nummer 1. Somit sind wir auf dem 6. Platz angekommen und haben die Abyss am Stissel. Deutlich, deutlich, deutlich schicker als der 10. Platz. Also die war ja auch eher so eine blau angehauchte Geschichte, die SSG da vorne. Die Scout, darum weiblich. Ich weiß gar nicht, ist die weiblich, die Waffe? Ja. Die Scout, heb mal die Scout auf. Heb mal die Deagle auf, heb mal die AWP auf. Die Waffe, ja klar, logisch. Was labert ihr? Viel, viel schöner ausgearbeitet. Natürlich auch ein anderes Thema, ganz klar. Aber trotzdem sind die Farben einfach, gerade weil sie ein bisschen greller sind, auch viel schicker. 1,03 Euro. Kostet Ding. Und sie ist für jeden Blauliebhaber die Waffe, die man sich auf jeden Fall besorgen sollte. Ja, Leute, chill, chill, chill. Auf dem 5. Platz kommt endlich die Big Iron. Ich weiß, ihr fragt euch alle schon, wo ist die coole gelbe Scout? Wo ist sie hier? Die Details sind hier wirklich extrem krass. Das hier vorne sieht sogar so ein bisschen aus wie diese Uhren. Wie heißen die? Pixie? Nee, nicht Pixie. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Ihr kennt es vielleicht. In so großen Glaskathoden. Oh Gott, mein Wissen über diese Geschichte beschränkt sich stark. Es sind so große Glaszylinder und in denen sind glühende Drähte, die eben die Zeit anzeigen. Diese Glasteile zeigen die Zeit an und es ist so ein ganz bestimmter Stil, geht glaube ich ein bisschen in die Steampunk-Richtung, ich weiß es aber nicht. Und das hier vorne könnte eine Statrack-Vorrichtung sein in dem Fall. Für alle Bienen in der Community natürlich der Skin schlechthin. 4,70 Euro, gut, schon ein bisschen teurer, aber immerhin ist da ja auch so eine Pixie-Kartoffeluhr drin. Oh yeah, 4. Platz, wie soll es anders sein, die Detour. Über die haben wir schon sehr oft gesprochen, ich habe sie schon sehr oft in Skin-Giveaways rausgehauen. Wirklich ein sehr schöner Skin, wir mögen ja alle diese Skins, die so gut wie komplett weiß sind. Sie hat zwar auch einen sehr großen Nicht-Weiß-Anteil, aber was man hier sehen kann, diese Pfeile verleihen der ganzen Geschichte eine gewisse Dynamik. Und hier drin kleine Totenköpfe, wenn man da genau reinschaut. 1,65 Euro, auch wirklich ein Schnäppel unter den Scouts, ganz klar. Wobei die Acid Fate die günstigste war bis jetzt mit 30 Cent. Nichtsdestotrotz, 1 Euro, was habe ich gesagt? 1,65 Euro, ja, geht. Und schon sind wir wieder bei den Top 3 angelangt. Ihr dürft jetzt also raten, oder mal wieder raten, was wohl auf Platz 3, 2 und 1 stehen wird. Überlegt mal genau, welche Scouts gibt es überhaupt noch. Wahrscheinlich geht es euch so wie mir und ihr kennt gar nicht so viele Scout-Skins, weil wer spielt die Scout wirklich oft? Und vor allem so oft, dass er dafür viele Skins hat, eigentlich niemand. Aber naja, vielleicht fällt euch ja was ein. Und das hier ist tatsächlich eine Niete, wie ich hier sehen kann. Okay, ja. Platz Nummer 3. Go. Da liegt die Ghost Crusader. Die ist eine Mischung vom Aussehen her, also ohne auf die Farben zu achten, finde ich, von der Big Iron. Und dann wiederum, um auf die Farben zu achten, Detour und diese Tropical Storm bzw. Abyss. Eine sehr schöne Kombination. Tech SSG 08, die ist technisch optimiert, ne? Mit dem Ding kann ich gerade ausschieße. Ist total krass, ne? Da ist ein X drauf, da ist so ein bisschen eklig. Nicht dahin lang, aber hier hinten wiederum ist es völlig cool. Hier ist auch alles schön. Schön geschmeidig, ne? Das ist so die typische Robocop SSG. Die würde er benutzen. 2 Euro. Gut, ich würde sie mir jetzt auf keinen Fall kaufen. Also vor allem nicht für 2 Euro. Hallo? Ich bin ja nicht wahnsinnig. Aber passt mal auf, was auf Platz 2 und auf Platz 1 steht, ne? Obacht, weiter geht's. Na?
Na, hab ich euch zu viel verraten? Die Blood in Water ist hier auf meinem zweiten Platz und die sieht schon echt sick aus. Ich weiß, an sich ein ziemlich einfach gestalteter Skin, aber die Message und vor allem, wie es eben umgesetzt ist, ist der Hammer. Der Hai, richtig edel ausgearbeitet, hier vorne das Blut, das wiederum in der schnellen Bewegung auch einfach Flammen sein könnten oder wie Flammen aussehen. Das ist wirklich ultra, ultra cool, wie das hier hinten ausfadet und der Hai das eben erschnüffelt und der da hinterher schwimmt und den Gegner downhuntet. Genau das will man mit dem Teil ja machen, mit der Scout. Weil man ja auch gerade so schnell ist. Also das ist ja dieser extreme Unterschied zur AWP. Die Scout kann man dynamisch spielen und da passen diese schnellen Skins auch eben ganz einfach mit dazu oder drauf. Schickerlagig Schickeria. 20 Euro ist natürlich schon happig für diesen Skin, denn das kostet er. Oder das kann er kosten. Was ist so der Maximalpreis in Nicht-Stat-Track? Würde ich auf gar keinen Fall ausgeben. Wirklich, da würde ich so toll ist er dann auch wieder nicht. Überleg mal, was man mit 20 Euro alles kaufen kann. Da kannst du dir eine AWP von kaufen. Da kann man sich so einiges von kaufen, jetzt mal ohne Scherz. Aber wenn man hier High-Fans hat, na, oder Blut-Fans, oder Scout-Fans, Zugriff ist da die Devise. So, jetzt kommen wir zum ersten Platz. Überleg nochmal ganz genau, was könnte da wohl stehen? Was gefällt dem Dummbabbler so gut? Ne? Ich weiß es nicht, ja. Schau mal rein, bitte. Und da haben wir natürlich die Dragonfire. Hallo, was laberst du? Die ist einfach nur sick. Ich denke, ich muss gar nicht erklären, warum, oder? Also der Drache, Feuer aus seiner Nase. Da hinten ist auch irgendwas mit Glut. Hier sind die drachentypischen Dinger. Das hier ist auch ganz klar wichtig für einen Drachen, sonst kann er nicht existieren. Die macht Minimum plus 5 Damage, plus 20 auf Agility und plus 10 auf deine Mutter. Also sie ist schon wirklich nice. Da kann man gar nicht meckern. 25 Euro ist auch hier der Top-Preis. Ja, tatsächlich, der teuerste Skin. Es ist ja nicht immer so, dass man bei den Top-10-Skins-Videos der erste Skin auch der teuerste ist. Es war jetzt schon manchmal so, aber ich glaube die meiste Zeit. Es war sogar ein paar Mal so, dass der 10. Platz der teuerste Skin war. Naja, werde es jetzt noch geschwind verarbeiten für euch, denn ich muss gleich oder bald wieder aufstehen und bin ja die Woche nach wie vor im Kindergarten. Deswegen zack, zack, ran an den Speck und schaffe, schaffe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann morgen im, heute, gleich sehen wir uns im Livestream und ja, morgen eben im nächsten Video. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao. Uh-huh. She's in my wiggle.